Hallo, ich bin Seppel und heute habe ich euch eine Kombination mitgebracht, die ihr aus zwei Lego Castle Sets von 2010 bauen könnt, und zwar der 7946 der großen Burg und der 7947 dem Drachenrittergefängnis. Herausgekommen sind diese beiden völlig anderen Modelle. Bevor wir uns der schwarzen Burg widmen, die auf einem Felsen gebaut wurde, zeige ich euch erstmal diese Festung am Flussufer. Dieses Modell orientiert sich an den beliebten Forestman-Sets aus den 80er Jahren. Die beiden Spender-Sets eignen sich sehr gut, um dieses Thema nachzustellen. Das liegt zum einen an den vielen dunkelgrünen und braunen Teilen, aber auch an diesen pflanzenbewachsenen Wandelementen. Viele Details aus der Forestman-Serie konnte ich aufgreifen, so hat diese Minifigur zum Beispiel auch einen Korb auf dem Rücken. Auch gibt es ein Floß, mit dem der Fluss befahren werden kann. Über den Fluss führt eine Brücke, die zum Eingang der Festung führt. Die Festung ist modular aufgebaut, sodass man diese auch verschließen kann, wodurch ein vollständiges Bauwerk entsteht. Auf dieser Seite sehen wir den ersten Eingang. Hier führt eine Treppe zu einem Durchgang in der Wand. Bei einem Angriff kann diese Treppe einfach hochgeklappt werden. Der Haupteingang der Festung wird euch sicherlich an die Forestman-Sets erinnern. Hier haben wir zwei Schießscharten, die leicht überdacht sind, und zwei Wappen, die anzeigen, welche Fraktion hier zu Hause ist. Der Eingang ist durch ein hölzernes Fallgatter verschlossen und kann geöffnet werden, indem man an dem Fass hier oben dreht. Wenn man beim Bauen auf die Ausrichtung der Teile achtet, funktioniert dieser Mechanismus ausgesprochen gut. Auf der anderen Seite der Festung befindet sich ein Baum, der in die Mauer gewachsen ist, und direkt darunter eine Zielscheibe. Eines der vielen Beispiele, das zeigt, wie gut diese beiden Sets miteinander harmonieren. Im hinteren Bereich finden wir eine Ratte, die an einem Flussufer ja zu erwarten ist. Außerdem haben wir einen kleinen überdachten, hölzernen Balkon und natürlich auch einen Wimpel. Im Gegensatz zu den klassischen Forestman-Sets ist dieser nicht rot, sondern grün, sodass die Festung besser getarnt ist. Die Zielscheibe kann auch von der anderen Seite benutzt werden, indem man sie einfach dreht. Die beiden Teile der Festung sind über Pins miteinander verbunden, sodass diese in beiden Ausrichtungen fixiert werden können. Im Inneren findet man eine Gefängniszelle, deren Gatter zugleich als Leiter dient, um nach oben zu gelangen. Hier würde man klassischerweise die Prinzessin einsperren. Die Leiter kann auch hochgeklappt werden, um so ganz nach oben zu gelangen. Im anderen Teil befindet sich unten ein Schatz. Der Inhalt dürfte Fans der Forestman-Serie kaum überraschen. Darüber befindet sich ein bequemer Stuhl für den Anführer der Waldritter. Hier könnt ihr auch nochmal den Mechanismus sehen, der das Fallgatter öffnet und schließt. Falls ihr über eine dieser Zentauren-Minifiguren aus dem letzten Jahr verfügt, könnt ihr diese hier gut recyceln. Gebt ihr einfach die schwarzen Beine von einem der Drachenritter und schon habt ihr eine echte Forest Woman. Auch der Apfel macht sich an dem Baum sehr gut, wie ich finde. Doch nun zur Burg. Wer Lego erst seit kurzem kennt, den wird die Anzahl der Ritter in diesem Set verblüffen. Wir haben hier zwei Reiter, darunter der König, sowie fünf gewöhnliche Ritter und eine Prinzessin. Heute würde euch Lego das hier geben. Wie es sich für eine Burg gehört, gibt es ein Fallgatter, das an diesem Rad hier herabgelassen und wieder hochgezogen werden kann. Direkt daneben und ebenfalls für Minifiguren zugänglich ist das Rad, welches die Zugbrücke heraufzieht. Die ganze Burg ist in der altbewährten Farbkombination aus Schwarz und Grau gehalten und steht auf dunkelgrauen Felsen. Auch dank der roten Dächer wird man sofort an die großartige Burg 6086 von 1992 erinnert. Auch dieses Modell ist modular aufgebaut. Wir haben hier zwei Seitenteile sowie einen Hauptteil, die auch hier über Technikpins miteinander verbunden sind. Über dem Eingang befinden sich zwei Wappen und ein Löwenkopf. Auch sind zwei Fenster schön in hellgrau und in schwarz eingerahmt. Zum Bespielen dreht man das Modell einfach herum. Wie ihr seht, steht die ganze Burg auf einem Fundament, das zwei Steine hoch ist.
Im Inneren befindet sich eine Treppe, über die man auf den Wehrgang gelangt, von wo aus man zum Beispiel das Fallgatter bedienen kann. Über eine Tür gelangt man ins Wohngebäude, wo auch ein Kamin inklusive Schornstein zu finden ist. Auf der anderen Seite befindet sich ein kleiner Turm, auf den man über eine Leiter gelangt. Direkt darunter findet man das Verlies, welches mit einer Gittertür ausgestattet ist. Das Verlies lässt sich über diese Öffnung in der Wand bespielen. Ich zeige euch aber später, dass man es auch vollständig verschließen kann. Die zweite Treppe führt in den großen Turm, wo ein Schatz zu finden ist. In diesem Modul gibt es noch etwas mehr zu entdecken. Zum Beispiel haben wir im hinteren Bereich einen Trog mit Futter für die Pferde und hier im vorderen Bereich einen Brunnen mit funktionierender Kette. Um die Burg zu verschließen, verbindet man zunächst die hinteren Teile über Technikpins miteinander und anschließend auf die gleiche Weise die beiden Hauptteile. Dadurch entsteht eine sehr kompakte Burg, die von allen Seiten geschlossen ist. Insgesamt bin ich sehr zufrieden damit, was aus der Kombination dieser beiden Sets entstanden ist. Die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für beide Gebäude bekommt ihr für eine kleine Gebühr auf rubrikable.com. Die Links gibt es wie immer in der Beschreibung. Wenn ihr die beiden Sets von 2010 zu Hause habt, bekommt ihr hier zwei völlig andere Bauwerke und somit völlig neue Spielmöglichkeiten. Beide Modelle sind modular aufgebaut und verfügen über Funktionen. Durch die insgesamt gute Stabilität eignen sich beide Modelle auch gut zum Bespielen. Über Ideen und Anregungen in den Kommentaren freue ich mich immer. Habt eine gute Zeit, euer Sebbel.